Genie, Lebensfreude, Lebensleid. Alles ist in seiner Musik enthalten. Jeder sagt, Mozart erstmal super und dann wird es nicht mehr interessant, weil man noch nicht so weit ist. Weil man muss auch also persönliche Schicksale schon erlebt haben, um dann wirklich das Traurige in der Musik auch zu hören. Das hören Kinder oder unbeschwerte Jugendliche nicht. Und da gibt es, vor allem in den Opern, es gibt ja unglaubliche Stellen. Also das im Alter kommt es einem mehr zu Bewusstsein. Als Kind, wenn man Geige spielt, dann ist bald einmal ein Mozart-Konzert fällig, weil das von der technischen Ausführung jetzt noch schon geht, also nicht zu schwierig ist. Natürlich vom Musikalischen rede ich überhaupt nicht. Das ist das Schwerste, was es überhaupt gibt. Aber da spielt man dann und das ist natürlich super. Da habe ich das sehr gerne studiert, weil das erste Mal nach diesen Schülerkonzerten ist ein richtiges, schönes Konzert mit diesen Melodien und so. Dann gibt es die Phase, wo man dann Tschaikowski und Beethoven und alles, dieses Romantische, lieber hat, weil das andere nicht, ja, nicht romantisch genug war, nicht saftig genug ist. Und dann kommt man, die meisten sagen das, glaube ich, ist bei mir genau dasselbe. Es geht dann wieder zurück zum Ursprung, zu dem Einfachen. Man weiß, wenn man älter wird, wie schwer es ist, Mozart wirklich gut zu spielen. Die Schönheiten von Mozart sind immer, die muss man pflegen, die muss man suchen. Und wenn man sie nicht sucht oder wenn man sie nur so spielt, dann ist es nur schön und wird manchmal langweilig. Aber wenn man sie findet und dass das so dann präsentieren kann, dann gibt es, glaube ich, nichts Besseres. Also im Alter, ich spreche jetzt schon als älterer Musiker. Es weht ein bisschen ein frischer Wind, man sieht es auch in der Beflaggung, da überall sehe ich diese Fahnen. Ich glaube, es ist seine Persönlichkeit strahlt schon jetzt über das ganze Festival. Und es ist gut. Es ist die Frage, nur dann in der fünften Saison, dann man immer nur Mozart ist, nur Mozart. Was die Leute sagen werden. Aber ich glaube, es geht gar nicht so darum. Es geht wirklich darum, wie das künstlerische Ergebnis ist. Das ist das Wichtigste. Und dann glaube ich, da kann man nicht genug Mozart haben. Das gibt es nie, wann die Qualität stimmt. Und das ist das Wichtigste. Glaube ich, dann, wenn das weitergeht so, dann mache ich mir keine Sorgen. Wenn man jetzt dieses Konzert anspricht, dann ist es schon so, dass ich eher Konzertmeister bin und nicht Dirigent. Natürlich muss ich dirigentische Funktionen mit der Geige machen, aber das hält sich eigentlich in Grenzen. Es ist wichtig, dass ich mit der Geige quasi die Einsätze gebe und dann dazwischen spielt das Orchester eigentlich alleine. Also ich kann da gar nicht, muss gar nicht so viel eingreifen. Die Schwierigkeiten da sind natürlich, dass man niemand vorne hat, der mit Grimassen oder mit Bewegungen anzeigt, eigentlich, wo es hingehen soll. Das muss man in der Probe eigentlich ausmachen. Es dauert ein bisschen länger in der Probe, bis man alles fixiert hat, quasi. Aber es hat ein bisschen den Vorteil, dass jeder mehr auf sich allein gestellt ist, ein bisschen mehr Verantwortung hat, als wenn er nur die Befehle vom Dirigenten umsetzen muss. Also jeder ist ein bisschen aktiver dabei. Ich würde sagen,
Es ist alles positiv, wenn man keinen Dirigenten hat, außer wenn es zu schwer wird, das Stück vom Organisatorischen her, dann ist natürlich wahnsinnig viel mehr Aufwand ohne Dirigenten. Aber in der Klassik ist eigentlich ganz, ganz schön, wenn man auf sich allein gestellt und ein bisschen jeder selber mit, wie in der Kammermusik eigentlich, mittut. Es ist ja wichtig, dass alle da mittun und nicht nur die Hälfte, weil da kann's, einer kann es verderben. Und wie gesagt, da geht es um kleine Nuancen, die ein Dirigent schnell reparieren könnte mit einer Handbewegung, eine Tempoänderung, wenn es langsam, wenn es laut, zu laut auch oder zu schnell ist. Das ist da eigentlich fast nicht möglich. Da muss man von vornherein ein bisschen eine gefestigte Interpretation haben, wo alle irgendwie damit leben können. Und das kann man nur in der Probe quasi festlegen. Ich bin 81 dazugekommen, also ins Orchester gekommen und seit 92 Konzertmeister. Vorher war ich Konzertmeister in der Oper. Da ist man immer noch, also bin dann philharmonischer Konzertmeister 92 geworden und ja, jetzt bin ich schon lang dabei, ja, das stimmt. Früher war es in Wien so, dass man eigentlich fast nur das Ziel hat, ins Orchester zu kommen, in ein gutes Orchester in Wien. Hat ja ganz wenig solistische Ambitionen gegeben. Ein paar Kammermusik hat es gegeben, aber nie in dieser Fülle, wie es jetzt war. Also Wiener Philharmoniker war ja immer ein großes Ziel. Und so auch meines natürlich. Nicht speziell Konzertmeister, das hat sich dann so ergeben, weil die Positionen offen waren und natürlich will man dann ehrgeizig sein und dann auch leitende Funktionen übernehmen, aber als Kind kann mich erinnern, Neujahrskonzert mit Buskowski noch, das war einfach ein Erlebnis, da zu sein und dann einmal da mitzuspielen später, das hätte ich mir damals eigentlich nicht gedacht, dass das möglich war. Aber ich hatte, muss ich auch dazu sagen, ich hatte großes Glück, weil mein Lehrer war auch ein Philharmoniker, ein sehr, sehr guter Lehrer, Alfred Starr hat er geheißen. Der hat mich richtig präpariert für das Orchester und die Stellen waren offen. Also man braucht auch viel Glück, um dahin zu kommen. Man muss natürlich auch spielen können, gut spielen können. Und so hat sich halt alles ein bisschen von selber ergeben. Ja, schon sehr lange her. Ja, Erfahrung ist natürlich viel wert. Also was macht ein guter Konzertmeister? Ich glaube, ein guter Konzertmeister versucht, das bestmögliche Endergebnis herzustellen. Wie, also das ist künstlerisch, ja, dass es das bestmögliche Endergebnis herauskommt. Und da gibt es eben verschiedene Wege dazu. Und aber ein guter Konzertmeister, glaube ich, macht das so, dass er aus den Kollegen, mit dem Dirigenten irgendwie positiv, auf eine positive Linie kommt und dass man so zu einem guten Ergebnis kommt. Es gibt auch andere Wege. Man kann ja diktatorisch agieren und so, aber ich glaube, dann bleibt immer ein bisschen was auf der Strecke. Wenn jeder positiv dabei ist, dann gibt er vielleicht noch ein bisschen mehr, als wenn er gezwungen wird. Also das war immer meine Maxime, dass man die Leute motiviert. Als Jugendlicher, also hat man natürlich, kriegt man alles viel bewusster mit. Wenn man neu dabei ist, dann
dann merkt man sich das natürlich mehr, es ist einprägsamer. Ich habe natürlich, ich kann mich an viele Sachen erinnern, was Karajan gesagt hat, was Kleiber gesagt hat, Bernstein, Böhm, und das habe ich noch erlebt. Das ist schon etwas, wo ich, vor allem wenn ich mit anderen, den jungen Musikern rede, die wissen gar nicht, worüber ich eigentlich rede, was das heißt. Die kennen natürlich die Dirigenten, aber was das damals war, das, vielleicht ist es jetzt ein bisschen verklärt von mir gesehen, aber ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich in diese Zeit gekommen, in dieser Zeit ins Orchester gekommen bin, weil ich das noch erleben konnte. Und es ist aus heutiger Sicht auch schon gesehen, das war schon fürs Orchester auch eine ganz besondere Zeit. Ganz fantastische Aufführungen, speziell hier in Salzburg eigentlich, mit Karajan, Rosenkavalier, Aida, Falstaff, das habe ich alles gespielt noch. Ja, da bin ich wirklich sehr, sehr froh. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir da wieder aktiv werden und ein bisschen mehr da in diese Richtung gehen. Es hat jetzt gar nichts mit Marketing zu tun, oder vielleicht ist es auch ein Nebeneffekt, wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns präsentieren. Nicht nur im Neujahrskonzert und in Schönbrunn, sondern auch so im alltäglichen Konzertbetrieb. Ich bin sehr froh, dass das geht. Manchmal kommen ja fantastische Ergebnisse zustande und die werden zufällig einfach nicht aufgenommen. Und finde ich jetzt gut, dass das vielleicht jetzt ein bisschen öfters ist. Also natürlich, es gibt so Dirigenten, die ich sehr gerne habe, die ich sehr schätze. Wir haben eh das Glück, dass wir mit sehr guten Dirigenten arbeiten dürfen. Wir haben den Herbert Blomstedt erst also noch nicht so lange als Dirigenten, und ich schätze ihn ungemein und finde es sehr schade, dass er erst am Ende seines Lebens eigentlich zu uns gekommen ist. Aber also ich lerne so viel von ihm. Man lernt die Stücke eigentlich wieder neu, weil er so das analytisch betrachtet und trotzdem die Musiker animieren kann, alles zu geben. Also da freue ich mich auf jedes Konzert mit ihm. Ich glaube, die ganze Musik wäre anders gegangen. Das wäre alles anders. Aber wer sagt, ob es besser geworden wäre? Vielleicht muss es so sein. Ich weiß nicht, ob der Beethoven dann so schnell gekommen wäre. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte der Mozart einen Weg eingeschlagen in Richtung Beethoven, aber vielleicht anders. Also kann man alles nicht sagen. Und der Haydn ist ja alt geworden. Also er ist wirklich, ich glaube, fast 80 oder so. Und der Mozart auch so. Ja. So ist natürlich alles. Das kann man mit jedem Komponisten sagen. Wenn der Schönberg früh gestorben wäre, hätte vielleicht kein Zwölftonwerk. Ja, wenn der Mozart länger gelebt hätte, wäre man vielleicht, würde es keine Mozartwoche, sondern Mozartmonat geben. Weil dann hätten noch mehr. Er hat so viel geschrieben. Ja. Ja. Genau.